Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Wir haben ein Wunschkonzert, nachdem es in letzter Zeit so viel Mimimi-Posts von mir gegeben hat. Jetzt mal ein bisschen was Erfreuliches, dass es auch andere Gefechte gibt, habe ich ja schon erwähnt. Genau die werden wir jetzt heute ein bisschen zeigen. Ich habe zwei Replays. Eins ist von mir, das ist das zweite. Das erste hier ist von Spitzkicker vom Clan Old O im AMX M454, Stufe 10 Heavy. Der schwedischen, sage ich schon, der französischen Streitkräfte. Ganz kurz noch nebenbei, wenn ich ab und zu über Facebook nicht zurückschreibe, dann hat das meistens zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe keine Zeit oder die letzten 7 Tage war ich einfach mal gesperrt auf Facebook, weil ich nämlich, wie sich das gehört für einen Ossi, meine Fresse nicht halten kann und deswegen ab und zu mal vom Herrn Heiko Maas gemaßregelt wäre, wenn man das so sagen möchte. Also bitte mir nicht böse sein, wenn ich ab und zu nicht zurückschreiben kann. Das geht nicht immer. Hier und da werde ich einfach mal rausgenommen sozusagen. Und da muss ich halt aufpassen. So, wir sind unterwegs im AMX M454. Das ist der einer von zwei französischen schweren Panzern. Einer ohne Autoloader. Was hat er denn drauf? Okay, dann machen wir nochmal auf Pause. Da hat eine 130mm Kanone drauf. Leute, es gibt auch die 120mm Kanone. Also man kann auf Stufe 10, gibt es diverse Panzer von einigen Nationen, wo man eine weitere Kanone freispielen soll oder muss oder kann. Beziehungsweise zwei weitere Kanonen freispielen kann. Bei den Amerikanern ist es der Sheridan, wo man die Kanone extra freispielen muss, wenn man den 10er schon hat. Bei den Franzosen ist es der hier und die Badgett 25 Tonnen, glaube ich. Also ebenfalls ein 10er, wo man die letzte Kanone erst noch freispielen muss. Bei den Deutschen ist, glaube ich, der E100, wenn mich nicht alles täuscht. Und bei den Russen müsste es die IS-4 sein. Die alle nicht mit der Top-Bewaffnung ausgeliefert werden, sondern wo die Kanone nachgelegt werden muss. Da gibt es allerdings eine Ausnahme und das ist der hier. Die 130mm Kanone, Leute, ist nicht zu empfehlen. Man schaut sich das mal an. 250 Durchschlag auf Standardmunition. Das mag vielleicht noch irgendwie gehen, aber auf Premium 280 Durchschlag. Das ist zu wenig. Ich empfehle euch, fahrt lieber mit der 120mm Kanone. Die hat eine bessere Einziehzeit, die hat einen besseren Reload, eine bessere DPM. Und die hat, ich glaube, 314 Durchschlag auf Premium-Munition oder so. Also über 300 Durchschlag sollte man schon haben, wenn man als 10er mit Premium schießt. Da gibt es doch diverse Panzer, die sich über so eine Kanone einfach totlachen. Und ihr wollt doch wohl nicht, dass die Leute über euch lachen, nicht? So sieht es aus. Auf AE 65 Durchschlag bei 640 Schaden, das ist noch ganz okay. Ansonsten der Panzer eher, ja, untypisch französisch. Nämlich wirklich schwer und nicht besonders schnell. Und halt kein Autoloader. Also da haben wir sogar die TDs Autoloader bei den Franzosen. Und deswegen wird der hier relativ selten gespielt. Ich habe den nicht sehr oft bei mir in meinen Replays. Das liegt unter anderem daran, dass Stufe 10 Heavys, die wirklich gut sind, entweder Russisch sprechen oder wenn man ja ganz großen Wert drauf legt, dass man Deutsche fährt, dann kann man auch mal eine Maus fahren oder ein E100. Sind aber alles Panzer, die ja nicht unbedingt reinpassen. Also die Russen sind hier einfach mal maßgeblich, wenn es um schwere Panzer geht. Das muss man einfach so sagen. Und bieten auch alles an. Also sie bieten überschwere Panzer an mit gutem Alpha oder mit sehr gutem Alpha-Schaden. Wenn jemand darauf steht, dicke Schellen zu verteilen, dann nimmt er sich ein 705A. Wenn er auf bewegliche Heavy steht, dann nimmt das Objekt 277. Dann haben wir die IS-7, die IS-4 und so weiter. Also es gibt genügend schwere Panzer auf russischer Seite, um sich wirklich hervorragend auszustatten und für jede Situation gewappnet zu sein, je nachdem wie man gerade spielen möchte. So, wir sind gelandet auf Wadi in einem 10er Gefecht mit 9,8 Unterstützung. Also back to the roots, möchte man sagen. Was hat der Franzose noch? Gun Depression. Das ist eine Sache, die ihm noch recht fein zugute kommt. Aber im Großen und Ganzen ist er meiner Meinung nach einfach mal zu schwerfällig. Und die Panzer, oder die Tendenz geht ja ein bisschen weg von den schwerfälligen Panzern hin zu den mobileren.
Deswegen WZ111 5 Alpha ist so das Optimum aus in Kombination aus Panzerung und Beweglichkeit, beziehungsweise das Objekt 277. So, der Gegner hat bereits einen HWK verloren. Ein HWK 12, um genau zu sein, Aufklärer. Hat dann also noch einen. Wir spielen ohne Artillerie. Wir haben 3 TDs und 2 Aufklärer. Hier oben können wir uns auf jeden Fall schön austoben. Okay, davon warten allerdings schon diverse Gegner, die es direkt drauf anlegen werden, euch hier zu beschießen oder ihn hier zu beschießen. Richtschütze geht erstmal ins Nirgendwo. Ein bisschen Unterstützung wäre ganz gut. Wir haben 2 Aufklärer auf unserer Seite und ein EBR vom Gegner bei uns im Cap. PTA schießt natürlich mit HE. Dürfte bei uns nur noch den Turm sehen und deswegen denkt er, er ist gezwungen, hier HE zu schießen. So schlimm ist es natürlich nicht. Wir haben ordentlich Fahrzeuge aufgemacht. 1130 Schaden inzwischen ausgeteilt. Und geben da dem PTA noch 563. Also wenn man viel Alpha-Schaden austauschen will, da ist natürlich die Kanone super. Die 120mm, die macht nur 400 Alpha-Schaden. Und da geben wir dem Standard B noch eine mit. Sehr fein. 2264 Schaden. Im Bunker DBM allerdings... nehmt euch lieber einen Briten, wenn ihr eine gute DBM wollt. Da ist der Super Conqueror natürlich deutlich besser geeignet. Das sollte, glaube ich, klar sein. Also im Grunde ist dieser Heavy hier eine Möglichkeit, jedes Klientel zu bedienen, sozusagen. Wer unbedingt Franzosen fahren will, der kann das hier natürlich weiterhin tun. Man braucht nicht unbedingt Autoloader fahren, wenn er darauf keinen Bock hat. Also 2858 Schaden aktuell ausgeteilt und 1140 Schaden geblockt. Allerdings steht 4:6. Die Badger 25 Tonnen hat uns hinten umrundet. Und E4 und E100 sind auf der linken Seite und haben da den Graben mehr oder weniger im Griff. Das heißt, wir können da nicht erwarten, dass es da irgendwie Unterstützung gibt von der Seite. Die werden sich alle umschauen, dass sie da den Gegner niederhalten können. Mäuschen kriegt einer eingeteilt. Eingesteckt, eingeschenkt, so rum, wird ein Schuh draus. Nee. Allein schon, dass du mit dem angewinkelten Turm fährt, war klar, dass du den weder triffst. Und wenn du doch triffst, dass du da keinen Schaden dran machst. Jawohl, sehr schön. PTA verabschiedet sich direkt in die Werkstatt. Da will es jemand wissen. Objekt 432-2 gibt uns eine mit. Hat aber nicht gemerkt, dass er in der Badger 12 Tonnen ist, die ihn gerade umrundet. Jawohl, im direkten Zweikampf hat natürlich auch dieser Russe keine Chance. Wir haben einen Schaden durch Ram verloren. Und haben 430 durch Ram ausgeteilt. Und er schießt uns nochmal in die Panzerung. Herzlichen Glückwunsch. 2 Schuss Standardmunition haben wir noch. Danach geht es mit Premium weiter oder mit HE. SDI gibt uns nochmal 404. Hätte vielleicht nicht sein müssen. Aber steht 8:8. Also das Spiel entwickelt sich mehr oder weniger ja untypisch. Also es ist nicht eindeutig, wer hier das Ganze am Ende für sich entscheiden wird. Sondern alle kämpfen nach bestem Wissen und Gewissen. Haben schon ordentlich ausgeteilt. 4921 Schaden. Ist schon ein recht guter Wert. Wo man natürlich dazu sagen muss, ne, dass man als 10er in einem 10er Gefecht mit 9,8 Unterstützung der absolute King ist oder der absolute King sein sollte. Und ja, sollte man eigentlich verlangen, dass die anderen sich ein bisschen nach einem orientieren. Das machen sie natürlich nicht so gern. Stattdessen werden auch Top-Tiers gern mal allein gelassen. Aber was soll's. Gehört auch dazu. So, wir lauern hier an zweiter Distanz. Ich würde mich, glaube ich, eher um den Cap kümmern, denn wenn der 50 TP da hinten raus ist und die Leute anfangen zu cappen, falls das mal der Fall sein sollte, dann wäre es vielleicht ganz interessant,
Wenn wir da ein Fahrzeug hätten, was da ein bisschen mit unterstützen kann. Oh, jetzt schnell bewegen. Ah, bergab 39 km/h, das geht. Alles andere sieht eher nicht so aus. Zum Glück gibt es hier keine Artillerie, ansonsten wären wir hier schon längst Futter gewesen. Wir geben dem Progetto hier nochmal die Chance, sich das Ganze zu überlegen. Eventuell das Spiel zu deinstallieren oder zumindest den Weg in die Garage zu finden. So, da haben wir ein Mäuschen. Angewinkelt, allerdings zu sehr angewinkelt. Das heißt, wir können an die Seite schießen und ihm faktisch eine verpassen. 9 zu 10 steht's. Also das Ding ist noch nicht komplett entschieden. Obwohl es natürlich sehr gut für den Gegner aussieht. Aber das hat nichts zu bedeuten. So, Progetto kriegt die letzte Ölung. Im wahrsten Sinne des Wortes. Damit steht es 10 zu 10, 6024 Schaden ausgeteilt. 2370 Schaden geblockt und 267 haben wir unterstützt. Ja, zwei richtig gefährliche Kanonen sind noch drauf. Der E4 hat eine recht feine. Und auch der Waffenträger auf Panzer 4 könnte uns da ganz locker ausknipsen. Aber wenn man es ganz genau nimmt, wenn die Leute sehen, wie viel HP wir nur noch haben, macht durchaus Sinn, hier HE zu laden. Dass selbst wenn man den Turm sieht, oder nur den Turm sieht, man da trotzdem deine Wenigkeit rausnehmen könnte. So. SDI will es da hinten aber wissen. Wird das Ganze mit dem Leben bezahlen. Kill Nummer 4, 11 zu 11. Ist tatsächlich eine richtig enge Geschichte. Der 110 E4 hat ebenfalls nur noch 529 HP, ist damit One-Shot. Mäuschen ebenfalls One-Shot für uns. Beim Waffenträger kann ich es nicht genau sagen. Wir haben unseren UDES 14.5 verloren. Eine Badget 25 Tonnen auf der rechten Seite ist noch am Leben. Hat allerdings auch nur 637 HP übrig. Das ist nicht die Welt. Fast 7000 Schaden gemacht. Das ist schon recht eine feine Runde. Also wie es das gehört, Top Tier trägt das Gefecht. Dasselbe gilt auch für die Badget 25 Tonnen, die es da bis zum Schluss am Leben hält. Ich glaube nicht, dass du den Waffenträger aufmachen kannst. Der wird sich darauf verlassen, dass der E4 und auch das Mäuschen da versuchen, ein bisschen Licht zu machen. Ah! Kette haben wir getroffen. Aber im letzten Endes nicht den finalen Todesstoß versetzt. Das war zu wenig. Nochmal da rausfahren brauchst du nicht. Ansonsten bist du so tot, wie die Nacht schwarz ist. Das kann ich dir versprechen. So, 50 TP muss vorfahren. Der hat nämlich viel mehr HP als wir. Genau zwei mehr. Er hat 93, wir haben 91. Ne, Digga. Mäuschen ballert 490 in die Panzerung. Und der E4 schießt daneben. Jetzt die Frage, ob wir da hinten vom Ferdinand irgendwas erwarten dürfen. Kommt er in unsere Richtung oder kommt er nicht? Ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel. Tatsächlich. Haben wir ihn da rausgenommen, 7453 Schaden ausgeteilt, Kill Nummer 5 und es steht wieder 12 zu 12. Der Waffenträger könnte sich trotzdem mal zeigen. Tät mich interessieren. Läuft noch 3 Minuten 50. Warum ich ohne Kamera arbeite, das ist vielleicht noch die Frage. Nicht, weil ich inzwischen noch hässlicher geworden bin, nein, es ist dabei geblieben. Alle können aufatmen. Es geht nicht weiter nach unten. Stattdessen
wird hier oben immer alles verdeckt und ich kann die Kamera nicht so einstellen, wie ich es gerne hätte. Ich werde es demnächst mir bei OBS mal versuchen, das vernünftig einzustellen, so wie es eigentlich sein muss. Dass ich das OBS als Aufnahmeprogramm nehme und nicht mehr hier den Shadowplay, den ich aktuell habe. So, wird das Wrack von der Grille in die richtige Position gerückt. Ich gehe mal davon aus, dass das Mäuschen das da unten sieht. Ah, die Kanone ist ein Problem. So wie im wahren Leben. 46 Schaden mit HE. Viel mehr kriegt man nicht. Bei dem fetten Pelz von diesem deutschen schweren Panzer der Stufe 9. Untere Wanne. Wow, wo geht denn der hin? Versuch's doch nicht mit Premium. Nimm doch noch 2 HE und das Ding ist gegessen. Normalerweise. Badge 25 Tonnen macht hinten das Cap unsicher. Aber wenn das Mäuschen clever ist, hat es jetzt ebenfalls HE geladen. Hat es aber nicht. Nee, da bleiben wir an der Kette hängen. Wir sind bei 7500 Schaden, knapp gesagt. Das ist zu... Nee. Brauchst du nicht probieren. Den Wiegsport triffst du nicht. Das könnte... Nee, könnte nichts werden. Also ich hätte tatsächlich... Ich weiß, dass ich gerne HE schieße ab und zu. Bumm. Waffenträger schießt mit HE und nimmt uns raus. Was für eine Überraschung. So, jetzt weiß die Badget, wo der Waffenträger ist. Und der 50 TP weiß es ebenfalls. Und ich glaube, da geht sich nicht mehr viel aus. Tät mich interessieren, ob wir hier noch umgeschalten haben. Liebe Spitzkicker, mit einer recht guten Runde. 5 Kills gemacht. 5700 Schaden ausgeteilt. 3350 geblockt. Und 267 haben wir unterstützt. Wäre schön, wenn er hier noch umgeschalten hätte auf die Badget oder auf den 50 TP. Wahrscheinlich lieber auf die Badget. Damit wir noch ein bisschen was von dem Fahrzeug mitbekommen. Aber das war es dann wohl. Das macht er wohl nicht. Oder hat er nicht gemacht. Finde ich ein bisschen schade. Mäuschen offen. Nimmt den 50 TP raus. Jetzt muss der Badget 25 Tonnen tatsächlich aufpassen, dass sie da nicht auch noch rausgenommen wird und der Gegner dann dadurch gewinnt. Also so viel übrig war von der Badget auch nicht mehr. Wenn Waffenträger auf jeden Fall One-Shot. 637 HP, wenn er HE geladen hat, dann denke ich mal, dass auf jeden Fall was möglich ist. Oh, wir haben umgeschalten. Hurra, hurra. Ein neuer Clip dürfte eingelegt sein. Dürfte reichen für Mäuschen. Aber reicht es dann auch zusätzlich noch für den Waffenträger? Eng ist es geworden. Viel enger, als wir gedacht hätten. Boah, sehr riskant. Das kann auch mal schief gehen, Freunde. Wir fahren hier direkt nach oben, haben noch 8 Sekunden zu spielen. Waffenträger hat sich bestimmt in Sicherheit gebracht. Wie gesagt, mit einem Schuss und HE, ein bisschen Glück, könnte uns der Waffenträger rausnehmen. Macht aber nicht. Zeit läuft ab. Gefechtszeitlimit überschritten. Und so geht das Ganze unentschieden aus. Also, knappe Runden gibt es ebenfalls. So sieht's aus. Ein Highkaliber haben wir bekommen. 27 von diesen hübschen Anleihen. Ein bisschen Gedöns und ein M ist das Ganze natürlich auch noch. 759 Basic-XP haben wir geholt. Mehr als alle anderen. Obwohl der ebenfalls eine gute Runde hat hier. Yellow Tomato. Ja, der war auch ganz fein unterwegs. Nicht schlecht. Unterm Strich haben wir 56.000 plus gemacht, 22 ist abgefeuert, 20 getroffen, 15 durchschlagen. Hätten vielleicht zum Schluss da HE auf das Mäuschen schießen sollen, dann wäre der Waffenträger allein gewesen und es wäre ein bisschen anders ausgegangen. Aber wie gesagt, das weiß man natürlich vorher nie. Und von daher war das oder geht das Unentschieden, denke ich mal, so in Ordnung. So, das war's die Runde vom lieben Spitzkicker. Vielen Dank für dieses tolle Replay, dass du es da hochgeladen hast. Und jetzt kommt das Replay von meiner Einer im Objekt 277. Sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, willkommen zurück. Diesmal mit meiner Einer im Objekt 277. Und ich fahre wie immer für die Kampfgruppe Mjölnir. Mjölnir, wer es nicht weiß, ist der Hammer des Tor.
Und für alle, die es nicht wissen, ich bin ein Heide. Also passt es eigentlich recht gut zu mir. So, was haben wir drauf für eine Maschinenkanone? Was für eine, haben wir drauf für eine Kanone? 490 Alpha-Schaden. 265 Durchschlag auf Standardmunition. Wirklich ein exzellentes Geschütz. Da gibt es nichts zu meckern. 340 Durchschlag auf Hohlladungsgeschossen und auf Sprenggranate. 65 Durchschlag bei 640 Schaden. Schöner harter Turm, so wie sich das gehört für einen Russen. Die Wanne, ja, ist okay. Hat natürlich ein paar Defizite gegen eine IS-7. Können wir nicht bestehen, was die Wanne angeht. Natürlich braucht man bei IS-7 nur wissen, wo man durchschießt und dann kommt man auch durch. Aber im Punkt Mobilität ist das Fahrzeug einfach mal aktuell bei dem im Heavy-Bereich der Standard. Da gibt es nur den WZ 111 5 Alpha, der da mithalten kann. Und das war's dann auch. Die anderen gucken alle durch die Hand dabei. So. Wir sind auf Pilsen gelandet in einem 10er-Gefecht mit 9,8er Unterstützung. Wie sich das gehört. Haben wir einen Kranwagen. Versuche ich schon ein bisschen hinten zu treffen. Am hinteren Teil des Turms. Aber das ging leider nicht. Wichtig ist ein Panzerfahren auf meine Seite. Das finde ich schon mal gut. Da ziehen wir uns lieber wieder ein bisschen zurück. Aber wir können hier in diesem Bereich tatsächlich nicht unbedingt die Stärken unseres Fahrzeugs ausspielen. Aber wer sich da ein bisschen auskennt, weiß, dass die Beweglichkeit und die Feuerkraft wohl das A und O bei dem Objekt 277 sind. Da sind wir auf Bremer gewechselt, genau in dem Moment, wo ich schießen will. Dreht er seinen Turm zur Seite oder sein Fahrzeug zur Seite und versucht mit 750 zu drücken. Geht allerdings in die Panzerung, so wie sich das gehört. Hier nochmal versucht, mit Premium irgendwo auf der rechten Seite von der Kanone vorbeizuschießen. Oder von ihm aus gesehen auf der linken Seite. Und hab dann das Glück, dass in dem Moment der LHMTV durchgebrochen ist und alles mehr oder weniger durcheinander wirbelt. Kranwagen hat das noch nicht so mitbekommen, IS-7 entgegen schon. Und auch der T-95, die sind tatsächlich dahinter gestiegen, dass sie da von einem leichten Panzer umrundet werden und haben sich deswegen hier ein bisschen vom Kampfgeschehen abgewendet. Kranwagen da, ganz scharf auf mich. Zieht mir die Kette. Gibt mir eine in die untere Wanne. Und das war's dann schon. Der restliche oder der letzte Schuss ging dann in die obere Wanne und hat keinen Schaden gemacht. IS-7 schießt mir in die Seite. LHMTV nimmt da hinten die Artillerie raus. Das heißt, ohne Steilfeuer auf jeden Fall ein bisschen einfacher für uns. T-95 hat sich zurückgedreht. Wir sind zwar deswegen jetzt hier noch nicht, sagen wir mal, in die Bredouille, sondern haben noch ein bisschen Glück. Ja. Objekt 430U lässt sich da leider vom T-95 rausnehmen. Fand ich ein bisschen schade. Ah. Wackelt er leider den Schuss von mir ein bisschen auseinander. Ich habe bis dahin noch keinen Schaden gemacht. 2070 Schaden habe ich geblockt. Und darf mich jetzt hier darauf freuen, dass das T-95 sich dazu entschieden hat, hier auf meine Seite zu fahren. Oder wieder in meine Richtung zu fahren. Das fand ich natürlich blöd. Kranwagen wollte es da wohl wissen. AMX 50B durchgebrochen auf der rechten Seite. Und noch irgendwas. Ach ja, der T-34 Berlin dürfte da noch durchgebrochen sein. Und ich krieg vom T-95 wieder den Hinter zu sehen. Wunderbar, werden sofort 528 verabreicht. Auf der linken Seite hingegen verlieren wir unseren T-10. Das bedeutet, wenn wir jetzt in die Richtung T-95 gewürgt hätten, wären wir da von den beiden auseinandergenommen worden. Deswegen musste ich mich mehr oder weniger hier umdrehen. Und habe mich dann um die beiden Mediums der Stufe 9 gekümmert. Die waren zuerst zu versorgen. Jawohl, Objekt 430 kriegt 542 von mir eingeschenkt. Hier schön angewinkelt. Standard B gibt mir einen in die Panzerung. Einer geht durch. Noch einer in die Panzerung.
Und das Objekt 430, anstatt hier mitzufahren, ja, muss man gleich mal zuhören, anstatt hier mitzufahren, fährt das da hinten irgendwo weg und nimmt den Jagdtiger und den AMX-50B aufs Korn. Und somit ist der Standard B, der eigentlich ebenfalls ein guter Panzer ist, hier ein bisschen schlecht dran und muss sich hier mit mir direkt rumschlagen, was am Ende dann mit dem Abschuss mündet. 2741 Schaden ausgeteilt. Im Punkt der Nahkampf finde ich den sogar noch ein bisschen besser als die E7, weil der halt ein bisschen beweglicher ist, alles deutlich besser und schneller drehen kann. Dann bleibe ich in der Kette hängen, mache den Ferdinand auf, Objekt 430 kann ich aber nicht rausnehmen, weil natürlich Kette zu wenig ist. So, Jagdtiger wendet hier seinen fetten Arsch sozusagen in Richtung Ferdinand. Und bevor wir jetzt hier hinten von einem ELC EW 90 geoutspottet werden, habe ich mir gedacht, kümmere ich mich lieber um dieses kleine Drecksding. Habe zwar Standardmunition drin und hätte wahrscheinlich lieber HE laden sollen, um das Ganze hier mit einem Schuss zu erledigen. Interessant finde ich, dass er hier rausfährt und mir trotzdem eine mitgibt. Und noch interessanter finde ich, dass ich hier mit dem Low Roll das Ding nicht rausnehmen kann, was mich extrem genervt hat. Aber man hat gesehen, außer Fahrt feuern mit dem Objekt 277, kein Problem. 3212 Schaden haben wir austeilen können. Hier haben wir einen Emil 1, Stufe 10 gegen Stufe 8. Natürlich wieder sonst wohin geschossen. Aktuell noch am Leben T92 auf der rechten Seite, der da rauskommt, den ich allerdings zu spät bemerke. Emil 1, vermutlich mit dem vollen Magazin, beziehungsweise weniger Einschuss, und da hinten T34B, der sich um den Ferdinand kümmert. Das ist aktuell die Situation. Also wir sind ein bisschen in der Unterzahl, haben allerdings es nur mit Achtern zu tun, mit drei Stück. Und das sollte normalerweise zu gewinnen sein, möchte man meinen. T92 gibt 145 in die Seite. Ich kann mich leider nicht rächen dafür. Und auch der Emil 1 traut sich nicht raus. Stattdessen gibt er mir einen in die Panzerung. Ich drücke ihn da ein bisschen rein. T92 auf verlorenen Posten. Da kann da hinten nicht mehr viel machen. T92 gibt mir nochmal eine mit. Und ich habe es dann hier mit dem Emil 1 zu tun, der im Reload ist. Und ein T92, der sich nicht mehr traut. Ich ziehe mich da ein bisschen zurück. Ich glaube, dass der T92 mich auf jeden Fall umkreisen möchte. Merke aber, dass er in die rechte, auf die rechte Seite fährt, was für mich natürlich ein bisschen leichter macht, ihn dann am Ende hier zu beschießen. Brauche nicht denken, dass er da frontal irgendeine Chance hat, auf mich zu treffen. Fährt hier gegen den Pfeiler. Fährt hier nochmal gegen den Pfeiler und ich fahre natürlich dran vorbei, ich Trottel. Hab mir hier leider zu viel Zeit gelassen, um ihn rauszunehmen. Krieg noch einen 176 verabreicht. Kann ihn am Ende rausnehmen und habe da dann den Ferdinand direkt gegen mich, der mir direkt in die untere Wanne schießt und mich dann rausnimmt. Also, so sieht's aus. 5136 Schaden ausgeteilt, 3420 geblockt und am Ende leider gegen Ferdinand verkackt. Wieder eine ziemlich enge Geschichte. Es geht eben auch so, Leute. Also es ist ja nicht nur Mimimi, es ist ja nicht nur 15:1, 2:3, keine Ahnung, sondern manchmal läuft es auch mit solchen Gefechten, und so eine Gefechte gefallen mir viel besser, da verliere ich auch gern. Das ist mir wurscht. Ist mir echt vollkommen egal. Das gehört einfach mal dazu. So, gucken wir uns an, was es dafür gibt. Ein High-Kaliber, ein bisschen Gedöns, und ein Zweier ist es ebenfalls. Wir sind auf Platz 1 bei 656 Basis-XP. War auf jeden Fall eine recht gute Runde. 5136 Schaden, das sind wir natürlich besser als alle anderen. Weder in dem einen Team noch in meinem Team. Weder in dem anderen Team noch in meinem Team ist einer besser gewesen. Es sind 2,26 Kilometer gefahren, 21 Schüsse abgefeuert, 17 haben getroffen, 13 durchschlagen. Und mit 7 Minuten 12 ist das, glaube ich, ein recht gutes Gefecht gewesen. Auch wenn wir verloren haben. Und auch, ihr könnt gern drunter schreiben, Leute, wenn euch irgendwas daran nicht gefallen hat. Wenn ich irgendwo zu schwach war oder so ähnliches, das ist nicht schlimm. Das gehört einfach mal dazu. Ich bin, wie gesagt, höchstens Mittelmaß, was das Spielen angeht. Also mit höchstens Mittelmaß meine ich wirklich höchstens Mittelmaß. Mehr nicht. So, zwei hübsche Replays für euch. Ich werde versuchen, ein
Aufnahmeprogramm zu finden, was ich ein bisschen besser einstellen kann, dass man mein Gesicht wieder sieht, nur um euch zu erschrecken, ja, weil mir es einfach wichtig ist, dass ihr Albträume habt von mir. So. Ansonsten danke fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.